Ästhetische ist ja eigentlich nichts anderes als das Wahrgenommene. Ja, und im Alltag nehmen wir natürlich wahr, wir sehen etwas, wir hören etwas. Sehr vieles nehmen wir nur so halb wahr, das rauscht an uns vorüber. Dann versuchen wir auch unseren eigenen persönlichen Alltag natürlich bis zu einem gewissen Grad ästhetisch wahrzunehmen, zu gestalten. Wir haben doch gern eine schöne Wohnung, sitzen in schönen Fauteuils, fahren gern ein schönes Auto, auch wenn es klimapolitisch vielleicht nicht mehr ganz so korrekt ist. Wir versuchen unsere alltäglichen Gegenstände und Dinge, mit denen wir uns ausstatten, vom Mobiltelefon angefangen bis zur Uhr, auch nach ästhetischen Gesichtspunkten auszuwählen. Das heißt also, das Ästhetische spielt im Alltag eine ganz, ganz zentrale Rolle, auch wenn wir das nicht immer bemerken. Die Präsenz der Dinge ist hingegen unübersehbar und überwältigend. Ihre Herkunft, ihr Entstehungsprozess aber liegt im Verborgenen. Nichts an ihnen deutet an, aus welchen Rohstoffen sie entstanden, durch welche Hände sie gegangen, aus welchen Maschinen sie entsprungen, welche Fließbänder sie sortiert und welche Fahrzeuge sie transportiert haben. Eines Morgens sind sie einfach da. Und nur gerüchteweise weiß der moderne Mensch von jenen Friedhöfen, Halden, Verbrennungsanlagen und Endlagern, wo die Dinge ihre letzte Bestimmung finden. Und von manchen sagt man, dass ihnen sogar ein ewiges Leben beschieden sei. Wiederverwertet verlassen sie den Kreislauf ihres dinglichen Daseins nie mehr. Sie ändern nur ihre Gestalt und Bestimmung. Warum schlägt sich die erhöhte Produktivität, die durch Technologie gewonnen wird, nicht in mehr Zeit, in mehr Muße, in mehr Freiheit, in mehr Wohlstand mit weniger Arbeit nieder? Warum muss im Gegenteil die Arbeitszeit verlängert, das Arbeitsverhältnis prekärer, das Pensionsalter hinaufgesetzt und der Lohn gekürzt werden, wenn in immer kürzerer Zeit immer mehr Güter mit immer weniger Aufwand erzeugt werden können? Rationalisierungs- und Automatisierungsgewinne sind unantastbar. Die Menschenwürde ist es nicht.